Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playlands. Heute dreht sich alles um die Celebrim V-Box von Weg des Gems. Das ist meine letzte Box erstmal von Weg des Gems. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich werde mir nichts mehr bestellen von da. Jetzt kommt dann wieder Farbenschock als nächstes. Dann machen wir dann da wieder weiter. Genug Weg des Gems. So. Schnell mal die Promokarte raus von Celebrim. Auf jeden Fall eine schöne Promokarte, die man wieder für die Sammlung hat. Dann haben wir natürlich einen Code. Eine große Celebrim. Auch nochmal hier in die Ecke mit reinmachen. Stört ja keinen. Die kleine Celebrim. Code hauen wir mal nach rechts. Und dann nochmal vier Boosterchen. Meine letzten Booster von Weg des Gems. Kokosan, Gardevoir, Radikadax, Kammern. Alle vier Artworks am Start. Ich würde sagen, wir gehen rein. Letzte vier Booster Weg des Gems. Ein sehr gehyptes Set dank Glurak, was ich nicht so feier. Und wir schauen einfach mal Kamal First Pack. Ich hoffe, dass wir nochmal zum Abschluss eine V-Karte ziehen können. Das wäre sehr schön. Dass man hier mit dem Set abschließen kann. Wir haben eine Pflanzenenergie passend zum Kanal, ein Superball, Absol, ein Victini, Thermopod, Pokéball, Hornlios Knete, Kokuna, direkt die Weiterentwicklung, Kanivana, schon wieder in Galapagadax, das verfolgt mich jetzt wahrscheinlich. Und als Rare haben wir Forschung des Professors, Professor Magnolika. Holokarte, was jetzt nichts Besonderes ist in dem Set, leider. Zweites Pack, direkt mal Barrikadax hinterher. Alles in allem hatte ich von bei dem Set eigentlich dann, bis auf Gardevoir, sage ich jetzt mal, von den Hits her, nicht so viel Glück. Leider. Wir haben eine Elektroenergie. Maschok. Rotomrad. Hypertrank. Eskala. Nochmal das Hornlio. Galageradax. Nochmal ein Kanivana. Ein cooles Wablo. Yay. Eine Wasserenergie in Reverse. Die finde ich sehr cool. Ein halber Hit. Und ein Altaria in Holo. Leider kein Hit hier. Immerhin eine Water Energy. Immerhin etwas. Aber wenn es nur ein kleines Trösterpflasterchen ist. Oder Tröstpflasterchen ist. Gardevoir. Das hebe ich mir mal zum Schluss auf. Fokus an. Next one. Vorletztes Booster. Weg des Gems. Drei, vier nach vorne, dann haben wir einmal eine Stahlenergie. Dann haben wir den guten Ness, Sanya, Tohaido, Temobot, Felilu, Rettan, Trank, Whippix, Infernapod, Reverse Rare und die Rare nochmal die Oma. Das ist halt schade, dass man dann so viele gleiche dann drin hat, sage ich jetzt mal, an den anderen Boxen auch. 5 Booster drin und dreimal davon bei den Kardax. Not so good. Letztes Booster, Weg des Gems.
bin ich schon langsam nicht mehr gehypt. War ich auch noch gar nicht. Von dem Set her. Wir haben einmal eine Psychoenergie. Dann haben wir Hopp. Bibor, Smartrotom, Galactic-Tax, Wuffels, Hyperheiler, Zurokex, Rattan, Wablo in Reverse und ein Machomai in Holo. Heißt, wir haben auch aus dieser Box, wie auch schon letzte Woche, aus der Mani-Box kein Hit, keine V-Karte, alle Solo-Karten. Das ist schlecht. Aber was soll's, ist halt ein Gamble-Spiel, Glücksspiel. Von daher würde ich sagen, hoffen wir auf das nächste Opening, was dann wahrscheinlich Farbenschock sein wird. Und hoffen wir da auf bessere Pulls. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Euer Green Playland. Ciao, ciao.